Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Der Nahverkehr in unserem Landkreis soll künftig mit Brennstoffzellen betrieben werden. Wie genau das ablaufen soll, haben uns Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk und Dezernent Romuald Bittel erklärt. Ja, liebe Zuschauer, am 28. März erfolgte die Übergabe der Baugenehmigung der ersten Wasserstofftankstelle für die Firma Rebus in Güstrow. Und an meiner Seite habe ich zwei kompetente Männer, die mir da sicherlich einiges zu sagen können. Herr Bittel, Dezernent vom Landkreis für Wirtschaft und Bau. Und Bau, genau. Was ist der Hintergrund zu dieser Übergabe? Was gibt es dazu zu sagen? Ja, genau, jetzt sind wir ja bei diesen beiden Themen, Wirtschaft und Bau. Von Seiten der Wirtschaft, wir sind in der Wasserstoffregion hier in Rostock ja zu Hause. Wir versuchen also, diese Transformation hin zu Wasserstoff aktiv zu unterstützen, haben da auch große Aufmerksamkeit nicht nur im Land, sondern auch im Bund erreicht, dadurch auch ein Fördermittel bekommen zur Umsetzung unserer Wasserstoffantriebswende bei Rebus. Und das ist ein Mosaiksteinchen. Wir brauchen ja dazu, wenn wir umstellen, Infrastruktur. Tankstellen ist eines der wesentlichen Akzente dabei. Und genau die Baugenehmigung haben wir jetzt von Seiten des Landkreises erteilt. Es war ein Antrag bei uns im Bauamt. Auch etwas Neues, Ungewöhnliches für uns, ne? Wasserstofftankstellen gibt es so noch nicht. Wir haben eine ganz am Anfang mal gemacht in Lage, bei Apex, in Rostock, in der Hansestadt gibt es eine. Aber jetzt in dieser Größenordnung, das ist für uns ein Novum. Also wir tasten uns daran und das freut uns natürlich, dass wir das jetzt zum Ergebnis gebracht haben. Wir sind da auch ein bisschen unter Zeitdruck, weil das Ganze ja eingepasst ist in unsere Antriebswende. Ja, und das haben wir jetzt mit diesem ersten Schritt Baugenehmigung dann angeschoben. Super. Herr Thomas Nienkerk, Geschäftsführer der Rebus. Sagen Sie, welche Bedeutung hat denn diese Geschichte jetzt für die Rebus? Und Sie haben, glaube ich, über 50 Busse werden kommen, Wasserstoffbusse. Vielleicht mal ein paar Worte dazu. Genau, also das ist ein Meilenstein in unserem Projekt, den wir jetzt mit unserem Projekt Hero, wie wir es nennen, zur Einführung der Wasserstoffbusse im Landkreis Rostock umsetzen können. Die Wasserstofftankstelle ist ein elementarer Baustein für dieses ganze Projekt, denn insgesamt beschaffen wir bis zum Jahresende tatsächlich 52 rein wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, die wir dann auch auf unseren Verkehrshöfen betanken wollen. Alternativ, Herr Bittel hat es gerade gesagt, wäre als Redundanz die Möglichkeit, bei der Firma Apex zu tanken, die im Übrigen auch Hersteller unseres Wasserstoffs sein wird, die unsere Verkehrshöfe in Doberan und in Güstrow dementsprechend zukünftig mit grünem Wasserstoff aus der Region beliefern werden. Und um einen reibungslosen Betriebsablauf, der auch sich wirtschaftlicher dann darstellt, durch kürzere Wege, ist das Ziel natürlich, diese Fahrzeuge auf unseren Verkehrshöfen zu betanken. Und daher ist es natürlich einer der Grundsteine, die Baugenehmigung durch den Landkreis Rostock jetzt erhalten zu haben, um dieses Projekt jetzt Step by Step dann tatsächlich auch umsetzen zu können. Ist das denn quasi einmalig bei uns im Landkreis tatsächlich? Tatsächlich, ja. Also Herr Bittel hat ja gerade gesagt, die Firma Apex betreibt eine Tankstelle, an der ja auch Busse betankt werden können. In Rostock gibt es auch eine, die ist aber bisher nur für PKWs ausgerüstet sozusagen. Und wir wären dann im Land Mecklenburg-Vorpommern dann eine der einzigen Verkehrsbetriebe oder das einzige Verkehrsunternehmen, was über eigene Tankinfrastruktur für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge verfügt. Dankeschön. Herr Bittel, wird es noch weitere ähnlich gelagerte Baugenehmigungen geben in Zukunft? Na, jetzt haben wir ja erstmal die beiden. Also wir haben jetzt mit Güstrow begonnen. Die nächste ist dann Doberan. Jetzt guck mal ein bisschen in die Glaskugel. Ne? Alle sprechen von Antriebswende. Bei Rebus haben wir damit begonnen. Ich denke mir, das kommt jetzt aber auch bei dem Schwerlastverkehr, bei den LKWs. Und auch da braucht man dann natürlich Infrastruktur. Insofern gehe ich mal davon aus, dass über kurz oder lang weitere Anträge kommen, dann in anderen Stellen, nicht direkt für den Betrieb, sondern eben dann für den freien Verkauf. Also insofern ist das für uns eine spannende Lernphase. Und das passt natürlich jetzt ganz gut, dass wir da schon mal üben. Ich hoffe, dass wir das dann auch in dieser Zeit hinbekommen. Mal gucken. Aber ich denke mir ja, das wird der Anfang sein, aber es wird sich weiterentwickeln. Vielen Dank, Herr Bittel. Gerne. Vielleicht noch ein paar Worte zum Zeitplan. Wie erfolgt jetzt die Fertigstellung dieser Wasserstofftankstelle?
Also die Infrastruktur ist bestellt. Wir gehen davon aus, dass wir im Sommer dann die Tankstelle in Güstrow auch in Betrieb nehmen können. Wir werden jetzt im Juni in etwa die ersten 2 Testbusse der Firma Solaris, das wird unser Hersteller auch sein, der die übrigen 50 Fahrzeuge dann liefern wird, bekommen. Wir werden dann übergangsweise bei der Apex tanken, bis unsere Tankstelle in Güstrow dann tatsächlich steht. Wir werden jetzt diese beiden Fahrzeuge testen, also wie funktionieren sie bei uns im Linienverkehr. Gibt es noch Möglichkeiten der technischen Veränderungen, die wir jetzt noch vornehmen können, bevor die übrigen 50 Fahrzeuge sozusagen verbaut werden. Und erwarten dann im September, Oktober die Errichtung der Tankstelle am Standort in Bad Doberan, vorausgesetzt die Baugenehmigung durch den Landkreis Rostock erfolgt dann genauso wie jetzt. Und erwarten dann den Abschluss des Projektes mit Auslieferung der Fahrzeuge und Inbetriebnahme beider Tankstellen bis zum Dezember des Jahres 2024. Vielen Dank, Herr Nienken, und viel Erfolg. Dankeschön. Sollten Sie demnächst einen Besuch im Bürgerbüro planen, dann beachten Sie bitte, dass aufgrund von Wahlvorbereitungen das Bürgerbüro am 8. Mai sowie am 5. Juni geschlossen ist. Gerne können Sie auch eine Mail an bürgerbüro@bützow.de senden. Falls Sie noch einen Vorschlag für den diesjährigen Bürgerhaushalt mit einbringen möchten, dann sollten Sie dies in den nächsten Tagen tun. Die Bützower Bürgerinnen und Bürger haben aktuell die Möglichkeit, ihre Vorschläge für den 5. Bürgerhaushalt einzureichen. Die Referentin für Projekte und Öffentlichkeitsarbeit, Katja Voss, berichtet, wie der aktuelle Stand ist. Ja, wir befinden uns jetzt schon im 5. Bützower Bürgerhaushalt und ohne auch zu viel zu verraten zu wollen, haben wir jetzt aktuell so um die 60 Vorschläge erhalten. Die Frist läuft noch bis zum 30. April und hinter uns sieht man den Calisthenics Park. Es ist auch ein Projekt aus dem 2. Bürgerhaushalt, ein Fitnesspark eben im Outdoor-Bereich für eben auch ganz, ganz viele Generationen. Und wir haben jetzt quasi dieses Beispiel hier ausgewählt, weil in diesem Bürgerhaushalt, also im 5., schon weitere Ideen auch für die Erweiterung dieses Fitnessparks eingegangen sind. Nicht nur der Calisthenics Park ist aus einem der Bürgerhaushalte hervorgegangen. Entstanden sind bunte Bänke für Spielplätze, Bäume in der Wallanlage, digitale Tempoanzeigen am Pferdemarkt und in der Pustuler Chaussee, ein Spielplatz am Gummiweg und einige andere Vorschläge wurden in Bützow umgesetzt. Die Ideen zur Verschönerung, Gestaltung oder Unterstützung bestimmter Vorhaben können bei der Stadt online, schriftlich per Karte oder als Brief eingereicht werden. Danach gehen die Vorschläge in die Sichtung und werden für die weitere Planung bearbeitet. Wenn die Vorschlagsfrist abgelaufen ist, dann schauen wir uns in der Verwaltung alle Vorschläge ganz genau an. Wir konkretisieren nochmal die Kosten, wir haben gegebenenfalls nochmal Nachfragen und dann werden wir sie eben einordnen in gültig oder auch nicht gültig. Das bestimmt ja eben die Satzung. Dort haben wir Kriterien festgelegt, die diese Vorschläge eben erfüllen müssten. Dann werden wir sie auch vor allen Dingen kommentieren. Wir werden auch kommentieren, warum ist ein Vorschlag eben nicht gültig? Warum kann er zumindest nicht für den Bürgerhaushalt zugelassen werden? Oder warum kann er eben für den oder wird er eben für den Bürgerhaushalt zugelassen und haben wir vielleicht noch einen Hinweis, ja, oder eine Änderung in diesem Vorschlag, den wir eben auch tatsächlich vorschlagen. Und damit dann alles ganz transparent ist, werden wir alle Vorschläge mit allen Kommentaren und Kostenschätzungen in einem Vorschlagsheft veröffentlichen. Das haben wir in jedem Bürgerhaushalt bis jetzt schon getan und die werden in jeden Haushalt zugestellt. Die für die Vorauswahl gewählten Vorschläge stehen dann für eine Abstimmung zur Verfügung. Und auch hier werden die Bürgerinnen und Bürger einbezogen. Die Bürgerinnen und Bürger haben dann anschließend einige Wochen Zeit, um sich einfach mit diesen Vorschlägen auch vertraut zu machen. Vor allen Dingen auch mit dieser Fülle der Vorschläge. Also was haben die anderen vorgeschlagen? Wo sieht der eine Bedarf? Ja, was wird weiterentwickelt? Ein tolles Beispiel ist auch, ich weiß, dass ein Vorschlag eingereicht wurde für die Wilhelm-Schröder-Sporthalle für die Beschaffung einer neuen Musikanlage. So, und dann kann man natürlich, geht es ja los, dass man sagt, okay, guck mal, hast du das gesehen? Ich habe diesen Vorschlag, ich bin dafür, ja, weil ich bei meinem Spiel mit meiner Mannschaft immer nichts verstehe. Oder dass eben jetzt stehen natürlich auch tolle Turniere an. Wir werden in diesem Jahr sozusagen das 60. Weihnachtsturnier, das Weihnachtsjugendturnier des TSV hier austragen, was der TSV immer ganz großartig organisiert. Und da braucht es natürlich eine ganz, ganz gute Beschallung. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Vorschlag dann ganz, ganz viel in der Stadt los ist, dass man sich darüber abstimmt und sagt, okay, wenn die Abstimmung startet, dann sind wir für diesen Vorschlag. Die realisierten Projekte laden regelrecht dazu ein, auf ein Päuschen im Park zu verweilen. Kinder und Jugendliche nutzen gerne die neu entstandene Skateparkanlage am Domizil. Ein geplanter Hundespielplatz befindet sich aktuell noch in der Umsetzung und 2 neue Tretboote
können bald im Bützower Kanu-Club kostenlos genutzt werden. Sie sind herzlich eingeladen zur Philosophenehrung am 27. April um 15 Uhr im Rathaus. Feiern Sie mit der Stadtverwaltung den 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Erfahren Sie die Geschichte von Sophie Amundsen, die mit Hilfe des Philosophen Alberto in die Welt der Philosophie eintauchte. Entdecken Sie die Bedeutung von Selberdenken und anderen grundlegenden Fragen des Lebens. Der Eintritt ist frei. Am 18. April wurde im Kreistagssaal der Mathe-Pokal des Landrats ausgetragen. Im Saal des Kreistages, in dem schon so manche Debatte lautstark geführt wurde, war es am Donnerstag mucksmäuschenstill. Auf dem Programm stand der Mathe-Wettbewerb um den Wanderpokal des Landrates für vierte Klassen. Sebastian Konstin begrüßte die 24 Viertklässler aus 8 Schulen des Landkreises Rostock, darunter aus Güstrow, Lage, Teterow, Bützow und Lahlendorf. Die als Mannschaftswettbewerb ausgetragene Veranstaltung findet bereits zum 26. Mal statt. Ja, erstmal ist es eine Tradition und diese zu pflegen ist natürlich immer gut. Und zweitens ist es so, dass es einfach auch aus meiner Perspektive und ich denke auch durch die Lehre entsprechend unterstützt, einfach wichtig ist für junge Menschen, für die Kleinsten quasi, vierte Klassen sind hier vertreten, neben dem Rechnen auch Wettkampfsituationen, Wettkampfformate auch angeboten werden, auf einem ganz niederschwelligen Niveau, aber trotzdem, dass die Kinder in diese Situation auch gebracht werden und sich in diese Situation zurechtfinden, wenn vielleicht so ein bisschen Aufregung dabei ist, trotzdem gute Leistungen zubringen. Ich glaube, das fördert einfach fürs Leben und das ist neben natürlich den Rechenkünsten, die hier weiter vertieft werden, ist das, denke ich, eine ganz gute Sache für die kleinen Kinder. Gleich die erste Aufgabe hatte es in sich. Die Schüler sollten sich ein Bild aufmerksam 3 Minuten ansehen. Danach bekamen sie ein gleiches Bild mit 5 Unterschieden, die sie aus der Erinnerung benennen sollten. Bei anderen Aufgaben mussten sie knobeln, rechnen oder Lösungen logisch herleiten. Als Organisatorin stand dem Landrat Hendrikje Schätz als Mathe-Kreiskoordinatorin zur Seite. Sie schätzt das Niveau des Mathematikunterrichts in den vierten Klassen ein, benennt aber auch bestehende Probleme. Das mit Niveau schätze ich eigentlich schon sehr gut ein. Was natürlich zu merken ist, durch den Fachkräftemangel, also Lehrermangel, fehlt in vielen Schulen die Förderung. Also der Matheunterricht wird abgedeckt, aber die Förderung, die auch notwendig ist, gerade um solche Aufgaben zu lösen, die fehlt einfach. Und da merkt man so, dass Schulen, ja, zum Beispiel hier, die Schulleiter Nebel, die beklagt das sehr, die Kollegin, dass sie halt die Förderstunden, die vorgesehen sind, oft gar nicht machen kann, weil sie dann anders eingesetzt wird. Und das merkt man natürlich, dass die Schüler dann nicht mehr so gut sind, weil sie einfach diese Aufgaben nicht mehr geübt haben. 2 Stunden rauchten im Kreistagssaal die Köpfe der jungen Mathematiker. Zeit, um den Landrat zu fragen, wie es ihm während seiner Schulzeit mit dem Fach Mathematik ergangen ist. Mathe war nicht unbedingt mein Lieblingsfach. So viel kann ich sagen. Da war ich eher so der Sportbegeisterte und Geschichte und Biologie, solche Sachen, obwohl in der Grundschule nicht so, aber Sachkunde war da eben. Das war eher so meins, muss ich sagen. Und bis zur vierten ging das Rechnen auch noch ganz gut. Da sah das alles noch gut aus, aber nachher dann in den höheren Klassen war das nicht mehr mein Lieblingsfach. Um die Mittagszeit stand das Ergebnis fest. Das beste Mathe-Team 2024 kommt aus der Freien Schule Bützow. Auf den 2. Platz kamen mit gleicher Punktzahl die Grundschule Schwan und die Fritz-Reuter-Schule Güstrow. Das beste Ergebnis aller Teilnehmer erzielte Willem Engbering von der Freien Schule Bützow. Willkommen zu den Kulturnews. Die Neurokliniken Waldeck haben im März ihre erste Kunstausstellung mit der Schwaner Fotografin Julia Janning eröffnet. Am 22. März eröffnete die Ausstellung Jetzt und Hier mit Fotografien von Julia Janning in den Neurokliniken Waldeck. Die Werke, die Naturmotive aus Mecklenburg-Vorpommern zeigen, werden im Hauptflur der Fachklinik in Schwan präsentiert und markieren den Beginn weiterer Ausstellungen.
Also den Wunsch zu fotografieren und es wirklich gut zu erlernen, habe ich eigentlich schon länger. Aber ich hatte eben aufgrund einer Burnout-Erkrankung plötzlich ganz viel Zeit. Also ich musste quasi von jetzt auf gleich komplett aus allem aussteigen, was auch gerade berufliche Aufgaben anging. Und bin dann sehr viel wandern gegangen, einfach auch um frische Luft, weil ich brauchte frische Luft und die Bewegung tat mir gut. Und das habe ich dann mit dem Fotografieren kombiniert und dann nach und nach eben so meine Spezialrichtung entwickelt, sage ich jetzt mal. Bisher schmückten Kunstwerke ehemaliger Patienten die Klinik, die während ihrer Reha entstanden sind. Nun öffnen sich die Neurokliniken erstmals für externe Künstler. Ja, den Stein ins Rollen gebracht hat Julia Janning, die halt einfach letztes Jahr mal bei uns angefragt hat, ob wir für eine Ausstellung offen wären. Eine Ausstellung von außen, von Künstlern von außen hatten wir so noch nicht. Und insofern haben wir dann einfach gesagt, warum eigentlich nicht? Machen wir einfach mal. Haben halt nach Flächen gesucht, welche bieten sich da jetzt am besten für an, dass eben auch eine Öffentlichkeit sich das angucken kann. Klar sind es vorrangig unsere Patienten und ihre Angehörigen, die sich das jetzt hier angucken können. Aber zu unseren Besuchszeiten ist ja das Haus sowieso offen. Und dann kann sich das halt jeder angucken, mal kommen und ein bisschen einfach mal stöbern. Die Ausstellungseröffnung im März markiert einen bedeutenden Schritt in diese Richtung. Als gelernte Mathematikerin lebt Julia Janning seit 20 Jahren in der Nähe von Schwan und beschäftigt sich aus einem persönlichen Bedürfnis mit Neuorientierung und Fotografie als Meditation im ostasiatischen Zen-Ansatz. Mein Motto ist im Grunde, Fotografie als Meditation zu betreiben. Im Gehen quasi die Welt um mich herum zu vergessen, den Kopf auszuleeren, keinen Gedankenkreisel mehr, sondern mich ganz auf den Moment und die Stimmung zu konzentrieren und eben zu versuchen, mit der Kamera das einzufangen. Und die Bilder werden natürlich immer unterschiedlich, weil ich zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Jahreszeiten gehe, unterschiedliche Wetter- und Lichtverhältnisse. Und ich habe mir eben zum Grundsatz gemacht, weder die Objekte, also das, was ich fotografiere, zu berühren oder zu drapieren, und ich bearbeite die Bilder auch nicht nach. Also die sind komplett authentisch und so wie sie halt in dem Moment auch entstehen. Julia Jannings Fotografien zeigen unverfälschlichte Motive, eingefangen mit einem besonderen Blick für das zarte Detail und die Stimmung des Moments. Die Gestaltung der Ausstellung war der Fotografin selbst überlassen. Also ich wusste schon, in welche Richtung das gehen wird. Ne? Sie hat ja anfangs auch ein paar Bilder von sich uns geschickt und gezeigt, das ist so die Richtung, die ich mache, und hat es ja auch beschrieben. Wir haben ja auch drüber gesprochen. Aber wie es jetzt am Ende wirklich aussieht, das war ihr frei überlassen. Also ich habe ihr wirklich nur gesagt, ich habe die Fläche, die ist so und so groß, und ich habe die Fläche. Und dann hat sie für sich entschieden, okay, ich würde das gerne am besten so konzipieren. Da mache ich 4 Bilder, da mache ich 2 Bilder. Und ich dachte nur so, okay, wir lassen sie einfach mal machen. Ich lasse mich überraschen. Und es ist wirklich toll geworden. Ich bin sehr positiv. Also ich wusste, dass es was Gutes wird. Aber dass es dann doch so wirkt, auch hatte ich nicht gedacht, und bin sehr begeistert. Um die Abläufe der Klinik nicht zu stören und den Besuchern die Möglichkeit zu geben, die Bilder in Ruhe auf sich wirken zu lassen, waren nur einige wenige zur Eröffnung geladen. Einer der Gäste war Bürgermeister Matthias Schauer. Ja, also es freut mich, wenn in der Fachklinik Waldeck was passiert, was die für die Bürger der Stadt Schwan da ist. Waldeck gehört zu Schwan seit vielen Jahren, ist mit einer der größten Arbeitgeber. Und wir versuchen auch immer einen guten Kontakt zu halten, um hier was auf die Beine zu stellen. Oder wenn es auf die Beine gestellt wird durch die Klinik, ist das ein gutes Zeichen für Schwan und für die Leute, die hier am Ruder sind. Die Ausstellung Jetzt und Hier ist bis zum 22. September zu den regulären Besuchszeiten von 15 bis 18 Uhr zugänglich. Am 23. April ist der Tag des Buches und auch die Uwe Jonsson Bibliothek hat dafür eine Veranstaltung parat. Talvi Kaster, eine Ermittlerin mit einer belasteten Vergangenheit, startet einen Neuanfang bei der Kripo in Greifswald. Doch schon bald wird sie mit einem verstörenden Fund konfrontiert. 3 menschliche Schädel auf einem Fischerfest. Die Ermittlungen werden sabotiert, ein übergriffiger Profiler hinzugezogen und Talvis Vergangenheit holt sie ein.
Der Autor Sibo Voigt aus Langhagen präsentiert in der Reihe Regionalautoren haben das Wort, der Uwe-Jonsson-Bibliothek einen packenden Krimi, der auch Themen wie Ausgrenzung und Vorurteile behandelt. Ein starker regionaler Krimi zum Welttag des Buches. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Museumsverband traf sich am 14. und 15. April in der Barlachstadt zur Frühjahrstagung. Seit Jahren organisieren der Museumsverband MV und die Landesfachstelle Museum MV gemeinsam Fachtagungen. Die Frühjahrstagung fand in diesem Jahr in Güstrow statt. Während am Sonntag verschiedene Vorträge auf der Tagesordnung standen, ging es am Montag dann auf Exkursion in die Barlachstadt. Für André Quade, Leiter der Landesfachstelle, sind diese Treffen auch persönlich wichtig. Für mich persönlich ist natürlich immer das Netzwerk mit den Kollegen ganz, ganz wichtig. Der Erfahrungsaustausch und auch mit Kollegen, die nicht unbedingt aus Museen kommen und andere Tätigkeiten haben. Also das ist für mich persönlich jetzt. Für den Verband oder für die Museumskollegen an sich, Kolleginnen, ist es natürlich, hoffe ich, doch das Tagungsthema. Und da ging es ja um die Künstlernachlässe oder eben auch Künstlervorlässe. Und da ist eben nochmal Netzwerkbildung bei uns im Bundesland ganz, ganz wichtig. Wir sind ja ein Flächenland und wir haben ja die Professor Gora Jane aus Hamburg dabei gehabt und die ja Vorsitzende des Verbandes der Künstlernachlässe in Hamburg ist. Und die sind natürlich da schon weiter in der Struktur, wie man mit diesen Sachen umgehen kann. Ist aber auch komprimierter. Also Hamburg ist natürlich, hat mehr Einwohner, ist aber komprimierter, also ist ja von der Fläche kleiner. Und bei uns im Bundesland ist das noch schwieriger, daran zu arbeiten. Und da ist Vernetzung ganz immens wichtig. Die etwa 60 Teilnehmer hatten am Montag ein großes Programm. Es reichte vom Besuch der Gertrudenkapelle, des Domes bis hin zum Norddeutschen Krippenmuseum. Dann teilten sie sich in zwei Gruppen, um sich das Güstrower Museum, aber auch die Schlossbaustelle anschauen zu können. Naja, das ist ja so auch mal das wunderbare Kulturprogramm, was natürlich aber auch noch diesen Effekt hat, auch andere Häuser oder die Häuser nochmal neu kennenzulernen, die man ja schon kennt. Die meisten waren ja schon überall in den anderen Museen bei den Kolleginnen und Kollegen. Also ganz wichtig, ne? Also wie die Kollegen, also man kann ja detailliert fragen, wie ist denn das versichert, wie macht ihr denn diese, die und die Geschichte, wie habt ihr das umgesetzt, wie kann man das finanzieren? Also diese ganzen Sachen, die passieren ja dabei. Und Schlossbaustelle ist nochmal der Extra-Baustein. Also, dass man da jetzt rüberkommt, die Schlossbaustelle, es wird ja noch eine Weile dauern. Es interessiert eigentlich jeden. Das ist ja nun auch das Wahrzeichen hier in Güstrow. Also ganz toll, da sind wir mal sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Diese Fachtagungen sind für den Verband und deren Mitglieder Weiterbildungsveranstaltungen. Auch für die Güstrower Teilnehmer ist es etwas Besonderes, wenn sie ihre Ausstellungsräume zeigen können. Auch Dr. Carsten Neumann zeigt sich begeistert. Ich glaube, es wird ja immer ein Thema gesucht, was uns alle irgendwie beschäftigt oder verbindet. Und dieses Mal war es ja das Thema Künstlernachlässe. Gestern ging es zum Beispiel darum, sortiert man mal Dinge auch aus? Darf man das? Wie entscheidet man so etwas zum Beispiel auch? Wer legt das dann fest? Wir hier zum Beispiel haben ja nur Nachlässe, die jetzt geschlossen sind, wo man sagen kann, da sind wir zum Glück nicht vor dieser Aufgabe, sondern können uns freuen, dass wir uns mit allen Dingen, die da sind, einfach auch beschäftigen dürfen. Und wir haben jetzt ja beim Rundgang mit den Fachkollegen hier im Museum auch noch einen Teil eines Bestandes gezeigt. Das ist der Nachlass von Adolf Kegebein, um auch anzuschließen an die gestrige Tagung, denn wir haben ja im Barlach-Museum getagt und das Atelierhaus von Ernst Barlach wurde von Kegebein gebaut. Und dessen Nachlass, der sehr, sehr vielfältig und auch sehr heterogen und teilweise auch skurril und witzig ist, haben wir heute in Auswahl auch gezeigt, den Kollegen. Er schätzt es sehr, sich regelmäßig mit seinen Kollegen bei diesen Treffen austauschen zu können. Man kann sagen, eigentlich schon sehr familiär, man kennt sich halt und das ist das Schöne halt auch dann in so einem kleineren Bundesland, also was jetzt die Museumslandschaft betrifft, die ist ja relativ überschaubar, trotzdem gibt es natürlich viele Museen, aber das ist immer ein wichtiges Treffen, wo dann natürlich auf kurzem Wege auch oft die Dinge gemacht werden und da fast alle Museen mit kleiner Besatzung arbeiten, hat man ähnliche Thematiken oder auch Probleme und da kann man sich ganz schnell mal austauschen, das finde ich mir sehr schön, dass man halt diesen Gedankenaustausch auf kurzem Wege einfach machen kann, das ist immer sehr unkompliziert und auch wird von allen Kollegen sehr geschätzt auch. Das Ziel der Herbsttagung des Museumsverbandes steht übrigens auch schon fest. Es wird Anklam sein und auch dort wird es einiges zu entdecken geben.
Heidi Vergin wurde 1951 im Bützower Rathaus geboren. Zu dieser Zeit waren Hausgeburten üblich und die Familie Vergin wohnte im Rathaus. Nach ihrem Pädagogikstudium arbeitete sie als Erzieherin und später als Leiterin der Kinderbibliothek in Bützow. Seit ihrem Ruhestand widmet sie sich verstärkt ihrer Leidenschaft für Malerei und Schmuckgestaltung. Inspiriert vom Mal- und Gesprächskreis der evangelisch-reformierten Kirche unter der Leitung von Künstler Friedrich Schiller gestaltet sie ihre Werke experimentell, basierend auf natürlichen Formen und Farben sowie dem Moment. Entdecken Sie ab dem 28. April Ihre Vielfalt in der Ausstellung in der Klostergalerie Rühn. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr. Willkommen beim Sport. Der Güstrower ist 10:09 und die Trainer Tommy Bastian und Jörg Grudkowski setzen ihre Zusammenarbeit in der kommenden Spielzeit fort. Die Vereinbarung wurde frühzeitig getroffen, um Klarheit auf Trainerpositionen zu schaffen. Das Team befindet sich weiterhin in einem Entwicklungsprozess nach einigen Abgängen und Trainerwechseln in den vergangenen Jahren. Bastian betont die Bedeutung von Grudkowskis Verfügbarkeit für die Zusammenarbeit. Grudkowski freut sich auf die kommende Saison, da er nun mehr Zeit für den Fußball hat. Das Hypoxie-Gesundheitsstudio in der Glewiner Straße feiert am 28. April seinen 16. Geburtstag und lädt zum Tag der offenen Tür ein. Von 13 bis 17 Uhr steht das Team bereit, beantwortet Fragen, führt durch das Studio und freut sich auf reichlich interessierte Besucher. Auch eine kostenlose Körperfettmessung wird angeboten. Ja, da komme ich auch schon an. Ja, hallo und herzlich willkommen im Hagebaumarkt Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und heute will ich mal richtig angeben. Wir haben umgebaut, wir haben unsere Erdenfläche erweitert. Wer das früher kannte und vor einem Jahr noch, das war so eine Ecke gewesen, wo man nicht wirklich hingefunden hat und wo es ein bisschen enge war. Jetzt haben wir hier Platz. Und zwar so viel Platz, dass wir hier über 70 Paletten Blumenerde, Rindenmulch, Substrate und was weiß ich, der Gärtner noch so braucht haben. Wir haben über 60 Sorten Blumenerde, Rindenmulch, Substrate, Hackschnitzel und die tollsten Sachen überhaupt. Ich heb's mal hoch. Wir haben sogar den Goldstaub des Kleingärtners, nämlich original Zingster Rinderdung. Leute, wer hier nichts findet, findet woanders auch nichts. Vielen Dank, bleibt bei uns oder kommt her. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. In der vergangenen Woche hat der Landkreis beschlossen, dass... Ich glaube, das ist ein Fall für Olaf. Olaf, gut, hallo. Dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich bin jetzt öfter hier. Nee, Olaf, das wusste ich noch nicht, aber das freut mich. Naja, meine Kollegen und ich sind jetzt auch dabei. Aber habt ihr nicht total viel bei euch zu tun? Schau mal, die WGG ist nicht nur ein toller Arbeitgeber und macht Vermietung und andere Dienstleistungen und noch viele ganz andere Sachen. Wir bilden Azubis aus, helfen der Stadt und den Vereinen vor Ort. Wir machen vieles für unsere Mieter und das wollen wir zeigen. Das finde ich total klasse. Und ich freue mich, dass wir uns dann öfter sehen. Ja, Vorsicht. Oh. Du bist wichtig. Ich bin wichtig.
eine junge Familie braucht mich. Das PC ist gestoppt. Ich will dich nicht aufhalten. Tschüss. Olaf, vielen Dank. Heute Abend fällt immer wieder vereinzelt Regen bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad. In der Nacht ist es überwiegend klar und es gibt nur noch vereinzelte Wolken bei Werten um die 3 Grad. Die Sonne zeigt sich am Samstagvormittag sowie am Nachmittag zwischen einzelnen Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 2 und maximal 9 Grad. Am Abend gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Werten zwischen 3 und 7 Grad. In der Nacht kühlt sich die Luft ab auf 0 Grad. Am Sonntag überwiegt bis zum Nachmittag eine dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Werten zwischen 0 und maximal 7 Grad. Am Abend und in der Nacht ist es ebenfalls wolkig bei Werten von 5 und später dann 0 Grad. Hier geht es weiter mit der neuen Ausgabe von Next Gen TV. Im Anschluss die neue Folge von Im Fokus, aktuelle Themen im Talk, dieses Mal rund um den Angelsport. Willkommen in der Steakcraft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also, kommt vorbei!